Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute machen wir einen Podcast bzw. ein Video mit einem sehr, sehr interessanten Mann, so finde ich. Es ist ein Musiker, der mit Emotionen besetzt ist. Und zwar nach innen und nach außen. Wir werden gleich mehr darüber hören. Deswegen, ja, hallo erstmal, Jesche. Das finde ich ganz toll, dass wir heute miteinander sprechen können. Gerade mit dir, da habe ich lange drauf gewartet, dass wir so ein Gespräch mal führen können. Denn Musik und Emotionen sind für mich persönlich ein Paar, was unzertrennlich ist. Und für dich wahrscheinlich auch. Deswegen freue ich mich auf dieses Interview ganz besonders. Sag mal, wie bist du eigentlich persönlich zur Musik gekommen und was machst du jetzt? Sagst du uns jetzt ganz meine Zeit. Ganz meinerseits, Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. Das war ganz einfach mit der Musik. Irgendwann haben die Eltern gefragt, wollen wir nicht mit der Musikschule anfangen? Und da bin ich einfach da, habe ich gesagt, okay, habe kleine so wie Eignungsprüfung gemacht und dann ging es los. Also normale Schule, Klavier, dann ein paar Jahre Klarinette dazu, dann die Hochschule in Warschau und jetzt bin ich seit 1990. Ich wohne in Deutschland länger, als ich in Polen gelebt habe, weil ich komme aus Polen. Aha. Und dann bin ich hier im Orchester Mitteldeutsche Kammerphilharmonie und ich bin Solo-Klarinettist. Aber ich spiele ganz viel Klavier, Saxophon, Orgel sehr gerne. Und jetzt bin ich bei dir. Ja, das ist ja super. Sag mal, du hast jetzt von zwei Instrumenten gesprochen. Sind es die beiden Instrumente, die du jetzt hauptsächlich oder nur spielst? Und ich würde mich mal interessieren dafür, wie bist du eigentlich zu diesen Instrumenten gekommen? Du sprichst von Klarinette, ein fantastisches Instrument meines Erachtens. Wie bist du denn zu Klavier und Klarinette gekommen und warum spielst du das jetzt denn so gerne? Das ist ganz einfach. Als ich mit der Musik angefangen habe, da war ich in der ersten Klasse. Und in der ersten Klasse war ich zu klein für ein Blasinstrument. Das sind viele Sachen und das achte ich auch auf bei meinen Schülern auf diese Sachen, dass die Zähne sind noch nicht da, wie sein sollten. Der Mensch ist nicht so wie so groß und alles. Und darum war Klavier wunderbar. Also ich hatte 6 Jahre Klavier gehabt, konnte viele Grundlagen lernen, auch dieser ganze Umgang mit Musik, Theorie und in Polen die Ausbildung ziemlich groß mit allen möglichen Sachen, also in der Musikschule. Und jetzt ist Klarinette und aber Saxophon. Und weil du, dein Thema sind Emotionen, dann ja. Hat das schon mit diesen beiden Instrumenten was zu tun. Nämlich, wenn ich Klavier spiele, dann durchaus agiere ich super empathisch, wenn ich jemanden begleite. Wenn ich meine Schüler begleite, meine Schüler spielen gerne mit mir, weil bei manchen Pianisten hat sich nicht rumgesprochen, dass ein Bläser atmen muss. Vielleicht atmet er zu Hause, aber meine Schüler atmen auch in der Schule. Und darum, die merken, dass ich das selber, also das ist eine Sache, an die ich gar nicht achte. Das ist wie ein Fisch in Wasser. Da weiß auch Fisch nicht, dass da was ist Wasser, ja? Kennst du die Geschichte? Ja, richtig, ja. Das ist Wasser? Ja, also, dass man auch atmen muss, ja, logischerweise. Ne? Ich meine, man muss ja so ein Instrument auch richtig bedienen können. Und deshalb muss man auch entsprechend atmen. Beim Klavier ist es etwas anders, ja. Aber auf dem Klavier musst du auch atmen. Und das ist das genau das Schöne. Auch ein Streicher muss atmen. Auch ein Geiger muss atmen. Weil dann bekommt die Musik eine Aussage. Wenn ich jetzt ein Stück halbe Stunde monologisiere, wo du als der mein Arme Gesprächspartner gar nicht zu Wort kommst, weil ich keine Pause setze, dann ist das stressig. Das ist kein Leben. Ja, das ist nichts. Okay. Jetzt mache ich Pause, ich hole Luft, da kommen Bilder vielleicht in den Kopf bei dir. Okay. Ich sage, ich habe jetzt ein leckeres Espresso getrunken, jetzt kommt ein Bild, ja, und sowas. Das sind auch Emotionen, Bilder und darum ist das, die Musik hat sowas mit Leben zu tun und Leben sind Emotionen. Ja, das ist richtig. Also wenn man so mit dem Instrument quasi atmet oder sich dem Instrument körperlich quasi, in Anführungszeichen kann man das vielleicht auch sagen, so hingibt, dann lebt man mit dem Instrument diesen Moment, den man auf ihm oder mit ihm spielt. Richtig?
Absolut. Und weißt du, dass das passiert? Gott sei Dank passiert das nicht alle Tage, sonst wäre das Devaluation, hätte keine Bedeutung mehr gehabt. Aber ich habe tatsächlich Momente gehabt, wo ich vom Tränen in Augen Noten nicht gesehen habe. Weil dich das Musikstück oder dieser Klang so Ja, mitgenommen hat quasi. das ist ganz faszinierend. Das war nicht nur das, das war auch mal eine Situation, wo ich zum Beispiel mich von jemandem verabschiede oder eine Situation, wo ich merke, wie empfindsam ein Dirigent mit Orchester agiert. Und da Ja. habe ich gesagt, kann nicht wahr sein, das ist so schön, wir sind jetzt wirklich eins. Das ist ja 20, super, ja. 25 Musiker. Und dann habe ich, ja, natürlich gibt es auch Momente, wo man lacht. Das ist genauso gefährlich. Ein Kollege hat irgendwann mich mal gefragt vor einer Zugabe. Ich fand die Frage so super lustig. Ich könnte letzte, wenn ich eine Minute, eine andere Minute nicht spielen. Ich habe angefangen, eingesetzt und dann kam. Also, Ist ja Wahnsinn. das ist so Okay. lustig. Mit der Klarinette, man sagt, und das stimmt auch, dass die Klarinette sehr nah an menschlicher Stimme ist. Aha. Und Also wenn du das jetzt ist. über Emotionen sprichst, das sind die Sachen, die man nicht vergisst. Zum Beispiel, ich denke an Moment, wo ich in Berlin bei einem Konzert war für eine Sängerin. Da kannst du dir denken, Sängerin, auch das Persönlichste, was man hat, diese eigene Stimme. Und da habe ich auch, war ich sehr bewegt. Das war nur eine Sängerin, sie heißt Yoon Sun-na, eine koreanische Sängerin, Ja. mit einem Gitarristen. Ein Konzert, so faszinierend, du brauchst jetzt kein großer Trara, kein Huhu und so. Und wenn du Emotionen ansprichst, Emotionen sind auch, das habe ich neulich bei René Bourbonus gehört, der Sprecher bewegt Publikum nicht dann, wenn die anfangen zu jubeln, sondern wenn der die zu Schweigen bringt oder zu dieser nach im Innehalten. Und Genau, das ja. ist so ein Moment. Ich habe neulich Beethoven Eroica gespielt und danach war Stille. Ach, das ist ja Da habe Wahnsinn. ich mich so gefreut, bevor Applaus kam, weil ist das Normale, da gibt es immer Leute im Publikum, die fangen gleich, ja, der Ja. letzte Ton ist gar nicht noch verklungen und zack, gibt es schon Action. Das Muss ist nicht fast sein. emotionslos dann, ne? Ja. Ja, und Ja. dann haben wir gehabt jetzt gerade Schostakowitsch-Sinfonie. Und es ist klar, wir nehmen das, jetzt ist dann Krieg in Ukraine und alles. Als wir dieses Programm gemacht haben, das war vor einem Jahr, also dieser Titel. Dann spielen wir Schostakowitsch-Sinfonie, sehr bewegtes Stück. Und Ja. da auch war da. Ach. So. Und da hat jeder Musiker auch entsprechend seine eigenen Emotionen zusammen mit seinem Instrument und in einem Orchester zusammen, bringt ihr eure ganzen Emotionen mit den Klängen in einen Einklang quasi, denke ich mal, der die Menschen im wahrsten Sinne berührt, denke ich, oder? Ja, absolut. Okay. Andreas, weißt du auch, dass die Stille viel, viel emotionaler sein kann als Musik? Einmal vor Jahren haben wir einen Kollegen verloren. Der ist Ja. verstorben, ziemlich plötzlich. Und dann, einen Tag danach, war eine Rose auf seinem Sitz und wir haben angefangen, also Stille einfach Moment. Und das war einer der emotionalsten Momente, das ich überhaupt in meinem Leben gehabt habe. Ja, das Wo kann nichts passiert, ja. ja, wo die einfach diese Stille hat alle ergriffen. Ja. Ja. Das beeinflusst sicherlich dann auch die Art und Weise, wie man dann ins nächste Stück geht. Also genauso wie beispielsweise das Instrument an sich die Menschen beeinflusst. Denn ich denke mal, dass jedes Instrument an sich für sich eine Emotion ausstrahlt, die man dann teilt mit dem Instrument oder auch nicht, je nachdem, wie einem das sympathisch ist oder auch nicht. Also über dieses Thema würde ich gerne in einem extra Video nochmal mit dir sprechen, denn wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, sagen wir mal, ein bisschen, also nicht so lange aufhalten jetzt. Deswegen teilen wir das vielleicht ein bisschen auf und das nächste Mal würde ich gerne mit dir genau bei dieser Frage beginnen, nämlich welche Emotionen verbindest du mit deinen Instrumenten? Wollen wir das so tun? Sehr gerne, Andreas. Ja, ich freue Super. mich drauf. Dann bedanken wir uns gemeinsam beim Zuhören, beim Zuschauen.
Und ja, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Kott und Jerzy Bojanowski. Bis bald.